Wichtiger Sieg für die Damen des TC 1899 Blau-Weiß. Mit 7:2 besiegen sie den Osternienburger HC und können nun im vierten Spiel der Hallensaison endlich die ersten 3 Punkte feiern. Es war echt ein hartes Stück Arbeit. Wir waren auch richtig heiß jetzt auf dieses Wochenende und es war unfassbar wichtig, heute die 3 Punkte zu holen. Die Berlinerinnen in den weißen Trikots dominieren das Spiel von der ersten Minute an. Nach mehreren guten Chancen dann Alexa Marie Schröder mit dem 1:0 in der 8. Minute. Das Team von Timo Stephan konzentriert und fokussiert lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nochmal Alexa Marie Schröder mit dem Treffer zum 3:1, diesmal durch die Ecke in der 25. Minute. Und schließlich Mailin Krugel zum Halbzeitstand von 4:1. Wir haben heute unglaublich gut geduldig gespielt, haben den Ball laufen lassen, haben viel miteinander gespielt, waren super positiv. Und ich glaube, heute haben auch unsere starken Ecken, die wir hatten, uns einfach die 3 Punkte geholt. Blau-Weiß auch nach der Pause weiterhin in Torlaune, kommen vor allem durch die Ecken an ihre Chancen und nutzen diese gnadenlos. Maja Stöcker zum 6:1, nun erstmals eine 5-Tore-Führung. Und hinten, da steht Sarah Christine Müller-Downs und macht dicht. Kein Durchkommen, nicht einmal im 2. oder auch im 3. Versuch. Wir haben uns vorgenommen, dass die Defensive zuerst kommt als an erster Stelle. Und das haben wir, glaube ich, als erstes gut gemacht. Und dann haben wir sogar Verteidiger, die Tore schießen, ganz toll. Und dann hat alles so zusammengepasst. 7:2 der Endstand in der Sporthalle Charlottenburg. Verdienter Sieg für Blau-Weiß und damit auch die ersten 3 Punkte der Saison. Ja, wir haben heute die rote Laterne abgegeben, konnten einen Tabellenplatz nach oben klettern und ich glaube, das ist einfach fürs Mannschaftsgefüge unfassbar wichtig heute. Schlag auf Schlag dann direkt am Sonntag das Spiel gegen den Mariendorfer HC, in welchem sie sich die nächsten 3 Punkte sichern können. 6 von 6 bedeutet perfekte Ausbeute an diesem Wochenende. Damit überwintern die Damen von Timo Stephan auf dem 4. Tabellenplatz der 1. Bundesliga Ost. Nach der Weihnachtspause soll es dann im Januar selbstverständlich genauso erfolgreich weitergehen.